Junge, ich habe ein Holzschwert und keine Rüstung. Wie kann man denn dann die ganze Zeit wegrennen? Wie kann denn jeder vor mir wegrennen? Stellt euch doch mal einen Kampf wie einen Mann. Was ist denn los hier? Ich will nur ein bisschen Action haben und jeder rennt weg. Ich habe ein Holzschwert und keine Rüstung. Das ist doch... Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge der Ender Games Kid-Serie. Heute mit dem Seelendieb Kid. Er besitzt einen mobilen Zaubertisch und bekommt im Kampf gegen Spieler Erfahrungspunkte. Und als Ausrüstung habe ich natürlich den mobilen Zaubertisch. Da steht, er besitzt einen mobilen Zaubertisch. Das ist richtig? Nein, oder? Ich bin kein Deutsch-Experte, aber heißt nicht einen mobilen Zaubertisch? Keine Ahnung, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Runde. Da geht die Runde auch schon los. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich gleich Lapis brauche. Ist mir eingefallen zum Craften. Ich glaube nicht, aber normalerweise, ich glaube, es heißt Lapis Lazuli. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich schon. Das brauchen wir normalerweise zum Verzaubern. Zumindest, glaube ich, im Singleplayer und sowas. Oder auch bei UAC, glaube ich. Ne? Boah, ich habe so lange kein Minecraft mehr richtig gespielt. Was ist denn los mit mir, Junge? Bei UAC braucht man es auch, bin ich mir ziemlich sicher, um zu verzaubern. Und ich denke mal, dass man das jetzt hier nicht brauchen wird. Ansonsten wäre das Kit ja eigentlich wirklich komplett useless. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie viel Erfahrung man kriegt. Weil ich kriege ja im Kampf Erfahrung dazu. Ich glaube nur im Kampf, ne, wenn ich gegen Spieler kämpfe. Und das muss ja auch schon eine gute Menge Erfahrung eigentlich sein. Ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt einen Kill mache und dann ein Level kriege, dann ist es ja wieder fast nichts, wisst ihr? Sondern habe ich ein Level. Da kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Aber mal sehen. Ich habe jetzt aber so schon 3 Level bekommen. Da können wir vielleicht ganz kurz schon mal was zu verzaubern, wenn ich jetzt schnell genug im Craften bin. Ich bin aber ein bisschen langsam. Okay, pass auf. Wir machen jetzt mal ganz schnell. Okay, ich brauche keinen Lapis. Unbreaking nur noch. Oh mein Gott, gib mir einfach was Gutes. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob die Gegner in der Nähe sind. Ansonsten war es das. 50 Blöcke entfernt. Komm, wir versuchen es mal weiter ganz schnell. Ich brauche aber unbedingt Sharpness oder sowas. Ändert sich das gar nicht? Nicht wirklich, ne? Pass auf, dann verzaubern wir mal ganz kurz die Hose hier. Protection 1. Perfekt. Immer eine Kleinigkeit. Kriege ich jetzt was Cooles auf mein Schwert. Unbreaking, willst du mich? Junge, für 5 Level kriege ich Sharpness. Junge, was soll denn der Scheiß? Ich brauche was Vernünftiges. Okay, ich glaube, es bleibt echt nur bei Unbreaking. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht weiter. Vielleicht kriege ich ja 5 Level irgendwie zusammen und kann mir dann wenigstens Sharpness 1 drauf machen. Da hinten sehe ich auch schon den ersten Namen. Ich hoffe, dass er es nicht mitkriegt, weil er hat besseres Equip als ich. Zumindest hat er ja, bessere Rüstung, ne? Kein besseres Schwert. Hat er uns geswappt und sich selber einen Cobweb gesetzt. Und ich habe fast keine Erfahrung bekommen, oder? Ich habe jetzt 3 Level. Ich glaube, ich habe 1,5 Level ungefähr bekommen. In dem Fight ist jetzt nicht ultra viel. Boah, weiß ich echt nicht, was ich jetzt davon halten soll. Aber der hat... Oh, der hatte 2 Dias. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt mal ganz... Oh, hi. Was geht ab? Ich wollte eigentlich was craften. So hast du... Okay, der geht auch gar nicht auf mich drauf. Das ist natürlich perfekt, weil dann kann ich mir ganz kurz hier zack, zack, Dia-Schwert machen. So, dann mal ganz kurz gucken, ob ich was Cooles... Sharpness 1. Junge, nice, Alter. Sharpness 1, Dia-Schwert. Das ist auf jeden Fall ein guter Start, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... jemals mir selber gecraftet habe, beziehungsweise ob ich überhaupt schon mal in Endergames was gecraftet habe. Ich glaube bis jetzt, wenn ich ein Sharpness 1 Schwert in Endergame hatte, war es halt echt nur, weil ich das von einem Gegner bekommen habe. Guck mal, Goldschuhe können wir uns auch nochmal ganz kurz machen. Vielleicht kann ich dann auch sexy verzaubern. Was würden wir da? Protection 1. Auch okay. Ist jetzt nicht ultra krass, ne? Goldschuhe mit Protection 1, aber besser als die Unbreaking Leder Boots. Da werde ich mit dem Bogen abgeschossen und der Boy hat Eisenrüstung und rennt weg. Was soll denn der Kack? Dann loot ich nochmal ganz kurz hier so. Aber der hat eine Dia-Hose und ich werde weggeportet. Alles klar. Dann sind noch 2 Dias. Ich hätte aber gerne noch ein paar mehr, dass ich mir Rüstung craften kann. Und da ist auch schon wieder der gleiche Gegner von vorhin. Jetzt fighten wir endlich mal. Oder auch nicht, weil er die ganze Zeit mich abfuckt mit seinen... Okay, der hat nur 2 Pfeile geschmissen. Das heißt, jetzt fuckt er mich mit der Angel ab. Das ist nicht dein Ernst. Komm, kämpf wie ein Mann, Junge. Cobweb und... Yo! Wahrscheinlich wird er in dem Moment geportet. Und dann kommt dann ein Full-Life-Typ mit, keine Ahnung, mit Dia-Rüstung. Alles klar. Nächste Runde. Hoffen wir mal, dass die Runde jetzt ein bisschen besser läuft als die Runde gerade. Ich meine, die war zwar jetzt nicht... Ich hätte halt den Fight... Ich glaube, ich hätte den Fight sowieso verloren. Ja, um jetzt ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, ich hätte den Fight sowieso verkackt. Aber ich hätte es wenigstens gerne versucht, gegen ihn zu Ende zu fighten. Aber das ging ja jetzt einfach gar nicht. Und es sind alle vor mir da hinten irgendwo schon hingegangen mit einer Enderperle. Das heißt, er wird wahrscheinlich schon absolut kein Loot mehr sein. Zum Glück habe ich 2 Dias am Anfang bekommen. Da habe ich wenigstens ein kleines bisschen was. Aber es ist trotzdem jetzt ein bisschen belastend. Vor allem diese 3 Eisen regen mich richtig auf. Ihr swap mich doch nicht in der Schutzzeit. Was ist denn los mit dir, Junge? Der Harald GHG. Hi, na, alles klar? Was soll denn der Kack? Wieso swapst du mich jetzt einfach so? Was ist denn das? Schon wieder? Willst du mich trollen oder? Oh, der wollte mich in die Schlucht packen. Ja. Ja. Jetzt hängst du da... Okay, er hängt da nicht fest und ich wollte ihn eigentlich gleich killen, aber er ist jetzt schon wieder rausgekommen. Jetzt wirft er mich weiter ab, ne? Harald. Wo ist Harald hin? Da hinten. Ich muss jetzt Harald suchen. Harald lootet jetzt die Chest. Hoffentlich. Oh, ich brauche den Speedblock hier, sonst ist er schneller als ich. Speed... Ah,
Schutzzeit vorbei und schnell zum Harald hingehen. Hi Harald, was geht ab? Und dann muss ich dich ganz schnell killen, es tut mir leid. Zack, so, auf Wiedersehen. Ja, und dann kommt da der Nächste. So viel dazu, mehr Glück zu haben in der jetzigen Runde. Vor allem, ich glaube, der hat wieder ganz knapp überlebt. 2,5 Herzen. Geil. Alle guten Dinge sind 3, deswegen weiß ich schon, dass das hier jetzt eine gute Runde werden muss. Ja, es leben nur noch 2 andere Spieler. Ich habe gerade ultra lange gebraucht, um Holz zu finden. Ihr glaubt gar, ich kann gar nicht glauben, dass ich überhaupt noch lebe. Ja, ich habe ultra guten Loot bekommen teilweise. Ich habe relativ viele Chests gefunden, aber es war bei mir nirgendwo ein Baum in der Nähe. Und immer wenn ein Baum da war, oh mein Gott, Alter. Immer wenn ein Baum da war, warte, das ist so ein krasser Loot. Moment, ich muss ganz schnell. Nein, gib mir das Ding ins Schwert. Bitte, Dankeschön. Und ich brauche auch den Helm hier. Junge, what the fuck, was ist denn los hier? Vor allem, es lebt jetzt nur noch ein anderer. Warte, wie weit ist der entfernt? 57 Blöcke, schnell. Gib mir noch die Dias hier, bitte. Und dann bin ich erstmal happy. 20 Eisen noch, Junge. 3 Dias, davon kann ich mir nichts machen. Aber da hinten ist der Gegner. Ich kann mir schnell ein Schattenes Einschwert craften. Und da geht der Fight auch schon los, Junge. Nein, bitte, ich darf das nicht verlieren. Zack, er hat halt Dia-Boots. Das ist ein bisschen besser als, ja, ein bisschen besser als mein Equip. Und er hat anscheinend auch Heiltränke oder was? Das ist ja mal richtig nervig. So, und jetzt sind wir beide im Wasser. Das ist komplett, shit. Was ist los? Lag der? Nicht. Erstmal ganz kurz was, damit ich regeneriere. Und er hat Pfeile. Oh nein. Warte, ich habe auch Pfeile. Zack, ich glaube, ich gehe wieder an Land. Und resette den, versuche den Pfeil irgendwie zu resetten. So, weil ich bin jetzt ziemlich low und er hat eine Enderperle. So, dann gehen wir mal ganz kurz weg. Vielleicht kann ich ihn wieder ins Wasser kicken. Zack. Nein! Und er hat gewonnen mit 4 Herzen. Okay, schade. Das ist traurig. Egal. Passiert. Ich hätte eigentlich eh nicht so weit in die Runde kommen dürfen. Wie gesagt, immer da, wo nur ein Baum war, wenn ich Holz farmen wollte, war die Border und ich konnte dann kein Holz farmen und ich habe ultra lange gebraucht, um überhaupt Holz zu finden. Ich bin mega lange ohne Equip rumgelaufen und hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Egal, wir gehen in die nächste Runde. Mein Luck beim Looten war mal wieder besonders krank. Okay, ich habe noch einen Goldbarren gefunden, alles gut. Ich habe nämlich genau von allem einen jetzt. Ich hatte ein Eisen, ein Goldbarren, ein Leder, aber jetzt haben wir zum Glück noch einen Goldbarren gefunden, jetzt kann ich mir winnen. Wobei, ein Goldschwert ist genauso kacke wie ein Eisenschwert, oder nicht? Ach, ein Eisenschwert. Wie ein Holzschwert, oder nicht? Ich belasse jetzt einfach mal dabei. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, es macht beides 4 Attack Damage. Warte, kann ich das nicht nachgucken? Wenn ich das schon hier habe, steht das dann? Ja, 4 Attack Damage. Okay, dann ist es doch immer noch komplett kacke, was mein Luck-Loot angeht. Mein Loot-Luck, meine ich. Aber hier in der Chest sind natürlich immer noch, ist immer noch eine Kacke drin. Und da ist ein Gegner, komm. Los geht's. Komm. Pfeile mit mir. Ich habe ein krasses Holzschwert. Du hast gar keine Chance gegen mich. Ich spam dich einmal ganz kurz mit ein paar Pfeilen zu. Es tut mir leid. Dann noch ein paar mehr, weil du wegrennst. Dann gebe ich dir vielleicht noch einen Pfeil oder noch einen. Und ich treffe nicht. So, willst du nicht jetzt umdrehen und... Hallo? Wieso trifft denn das nicht? Willst du nicht gegen mich fighten, Junge? Warte, geht dieser Switcher? Oh, das geht! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und dann wird er geportet und ich kann ihn nicht hitten. Wieso? Wieso kann ich ihn nicht hitten, Leute? Kann mir das bitte wer erklären? Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Ich bin komplett verwirrt jetzt. Guck mal, da ist wieder Waffel, die Biene von vorhin. Inzwischen hat er aber Eisenrüstung bekommen und er rennt wieder die ganze Zeit weg. Junge, ich habe ein Holzschwert und keine Rüstung. Wie kann man denn dann die ganze Zeit wegrennen? Wie kann denn jeder vor mir wegrennen? Stellt euch doch mal einen Kampf wie einen Mann. Was ist denn los hier? Ich will nur ein bisschen Action haben und jeder rennt weg. Ich habe ein Holzschwert und keine Rüstung. Das ist doch nicht so viel verlangt, dass jemand gegen mich kämpft oder nicht. Ja komm, Dankeschön. Was ist denn das? Was ist das? Freunde... Holzschwert 2.0. Ich habe wieder mega viel Glück beim Looten gehabt. Und wir haben wieder ein richtig krasses Holzschwert und keine Rüstung. Ich würde sagen, damit ist der Win auf jeden Fall schon garantiert. Wo hier sind doch locker jetzt gleich Gegner in der Nähe, oder nicht? Guck mal, 57 Blöcke. Ich nehme jetzt diesen Regenerationstrank und dann sprinten wir da direkt hin, killen den und holen uns seinen Loot. Ich hoffe, der ist Full Dia und hat ein Dia-Schwert, damit er auch eine Herausforderung ist. Weil nur ein Holzschwert ist ja schon... Holzschwert ist halt schon eine ziemlich starke Waffe in Ender Games. So, wo bist du denn, mein Freund? Guck mal, da hinten ist er. Der hat auch nur Lederrüstung. Das könnte sogar was werden. Zack, zack, zack. Du müsstest jetzt down sein. Guck mal, perfekt. Ich brauche nicht mal meinen Potion. Ich sag ja, Holzschwert ist OP. Der hatte kein besseres... Ah doch, der hat ein verzaubertes Holzschwert. Und ich habe natürlich 3 Level bekommen, ne? Vielleicht kann ich mein Holzschwert noch krasser verzaubern. Jetzt, dann ist ein Gegner mit Unbreaking zum Beispiel. Oder Unbreaking. Okay, dann nehme ich das Schwert mit Smite. Alles klar, Dankeschön. Oh, wow, dich habe ich nicht gesehen. Und das war es dann auch schon mit meinem Leben. Geil. Wieso habe ich ihn erst nicht gesehen? Das ergibt keinen Sinn. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich würde aber sagen, das war's für heute mit diesem Part. Weiterempfehlen könnte ich das Kit jetzt nicht. Wenn es jemanden unter euch gibt, ja, dessen Lieblingskit das ist, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Ich glaube, das Kit kann ganz cool sein, wenn man wirklich die ganze Zeit Fight-Action hat und nicht immer
immer nur mit einem Holzschwert rumläuft natürlich. Aber ich glaube, das kann ganz cool sein. Mein persönlicher Favorite wird es aber auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, dann hat man erst im Prinzip noch normalen Loot und nach ein bis zwei Fights kann man dann vielleicht was Cooles verzaubern. So, ist halt Geschmackssache, ich weiß nicht. Ich würde nicht nochmal damit spielen. Aber ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Like da. Schreibt gerne mal, wenn ihr bis jetzt dran wart, Hashtag Holzschwert ist OP in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald bei einem weiteren Video wieder. Ciao.